Ich hab nicht im Traum daran gedacht, dass die kriminelle Macht bei Nacht und Stall Zibbel die Hupp im Leben erwacht. Hier wird das Gesetz verletzt, Kriminalität umgesetzt. Bist du auf der Flucht und hast dich falsch eingeschätzt? Mit der Angst im Nacken, Gedanken könnten dich packen. Bist du ein Biber auf der Flucht, vorne rüber in Spacken. Nur am Laufen wetzen, rennen. In irgendwelchen Gassen mit dem einzigen Gedanken, sie dürfen den nicht fassen. Hip-Hop 22309, so nennt sich das musikalische Vorbild der Ghetto Kings. Es ist die Postleitzahl der Hamburger Trabantensiedlung Steilshub. Gebaut zu Beginn der 70er Jahre, galt der Plattenbau West zunächst als Vorzeigesiedlung, dann als Slum. Inzwischen ist Steilshub normal geworden. Doch am vergangenen Wochenende wurde der Stadtteil erneut in die Schlagzeilen gebombt. Im Pausenraum der Gesamtschule explodierte ein Sprengsatz. Schaden über 40.000 Mark. Ja, die Explosion war erheblich. Und deshalb besteht auch der Verdacht einer Sprengexplosion, der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion nach § 311 Strafgesetzbuch. Es handelt sich dabei um einen Verbrechenstatbestand, also der höchsten Klasse strafbaren Tuns. Die Bekennerschaft folgte am nächsten Morgen per Video. Komplizen des Täters hatten Vorbereitung und Ausführung der Tat penibel dokumentiert und das Band anschließend angeblich bei einer Presseagentur auf der Fußmatte deponiert. Die Folgen: Der Stadtteil hatte sein neues, altes Image wieder. Tenor: Bombenterror in Steilshub. Das mit Psychologen, Sozialpädagogen, Sonderpädagogen und Beratungslehrern üppig ausgestattete Gesamtschulkollegium reagierte hilflos, wütend und irgendwie betroffen. Ich habe oftmals den Eindruck, dass Jugendliche billigend in Kauf nehmen, dass bei ihren Anschlägen auch Menschen geschädigt werden können. Und das ist allgemein bekannt, dass wir seit Ende September letzten Jahres eben 5 Sprengstoffanschläge hier auch am Gebäude hatten. Wobei das diese neue Qualität ist. Das sind zum Teil eben Rohrbomben gewesen, die am Gebäude befestigt worden sind und dann zur Detonation geführt haben. Der Knall im Pausenraum war der 15. Anschlag einer Serie innerhalb von 7 Monaten. Selbstgebastelte Sprengsätze detonierten in Telefonzellen, Zigarettenautomaten, Hausbriefkästen. Kaum einer der Täter wurde gefasst. Die Polizei hat die Jugendgangs des Viertels im Verdacht, kann aber nichts beweisen. Die Ghetto Kings, kurz GKs, gelten als tonangebend im Steilshuber Untergrund. Früher gefürchtet, jetzt im Rapper-Vorruhestand, will man mit Bomben nichts am Hut haben. Sascha, genannt Shane, gilt als Kopf der Truppe. Wir sind natürlich keine Leute, die nicht dazu stehen, wenn sie sowas getan haben, weißt du? Wir machen also im Grunde keinen Hehl draus, aber dann wird natürlich nicht derjenige, der es gemacht hat, das zugeben, sondern dann sagen andere Leute, ja, das könnten welche von uns gewesen sein. Aber wir wissen hundertprozentig definitiv, dass keiner von uns an dieser Sache beteiligt war. Also es ist hundertprozentig sicher. Bei uns ist ja auch dieses, ja, erzähl doch mal, warst du das und so. Und wer war denn das von uns so? Und der, der es gewesen ist, hat ja auch irgendwo diesen Profilierinstinkt. Der will ja auch irgendwie zeigen, so, ich bin's gewesen und so. Und aber keiner. Auch dieser junge Mann aus dem Umfeld der Ghetto Kings sprengt angeblich schon lange nichts mehr. Vor 2 Jahren feierte er noch Bombenerfolge. Was baut ihr denn für Bomben? Das Ding war eine Rohrbombe mit eine Ladung von 120 Gramm Zündmaterial, was sich letztendlich an einem Sparladen befestigt hatte, in Rahlstedt. Und auch zur Explosion gebracht habe. Und was ist dann in die Luft gegangen? Nur die Scheibe ist weggeflogen, die Decke wurde zerstört, der Kassenraum wurde vernichtet. Und Teil des Innenladens wurde ziemlich groß verwüstet. Wie hoch bist du dann bestraft worden? Ich bin vor Gericht gezogen worden und dort mit 7 Arbeiterflaggen bestraft worden. Was heißt das konkret? Ja, dass ich praktisch 7 Arbeiterflaggen in Schulen etc. halt oder anderen Dingen, Krankenhäuser erledigen musste. Warum hast du es denn gemacht? Das war früher so mehr so ein Joke, nicht, aber so, das war so Sinnlosigkeit. Man wusste nicht, was man machen sollte. Man macht dann nur Blödsinn, wenn man zu lange arbeitslos ist. Und das geht dann ziemlich auf den Kopf danach. Und dann fängt man dann ein bisschen Scheiße zu bauen und ein bisschen mehr Scheiße. Und dann ist irgendwann die Scheiße am Überkochen. Also wenn mir die Möglichkeit wäre, dass ich wegziehen könnte, ich würde wegziehen aus Steilshub, in Hamburg bleiben, wegziehen. Aber das heißt nicht, dass ich den Kontakt mit einigen Leuten abbrechen würde. Der Kontakt würde bleiben. Man muss nur halt sehen, wenn man was aus sich machen will, dann muss man aus diesem Kreis raus, das ist Steilshub, weil Steilshub kennt man jeden, jeder kennt jeden.
Und man müsste da raus, wenn man es machen will, weil sonst bleibt man hängen. Drei der Ghetto-Könige leben zusammen auf 56 Quadratmetern in einer Art Wohngemeinschaft. Im fünften Stock ist immer Party. Gemeinsam schlägt man die Zeit tot, stundenlang. Die Fernbedienung ist ihre wichtigste Waffe im Kampf gegen den Alltag. Einige von ihnen machen noch den Versuch, zur Schule zu gehen. Die meisten sind arbeitslos. Die Gang ist ihr einziger Lebensinhalt. Ich kam hier nach Stall zu. Ich habe immer nur gehört, GKs, GKs. Und ich habe im Nachbarstadtteil Barmbek gewohnt. Und habe immer gehört, GKs, trau dich bloß nicht nach Stall zu. Kriegst du auf den Kopf, wird dir dein Fahrrad geklaut. Bist abgezogen. Und dann habe ich nichts von gemerkt. Ich kam hier rein, habe allen Hallo gesagt. Also so, die man vom Blickkontakt her kannte. Ich habe davon nichts gespürt. Ich habe auch noch keinen Ärger hier gehabt, dass irgendwie einer ankam und meinte, ich hau dir jetzt auf den Kopf oder so. Es geht ja nicht nur um Schlägerei, das ist überhaupt nicht eigentlich, das ist auch gar nicht unser Ding. So in dem Sinne, natürlich gilt es darum, unseren Stolz zu verteidigen. Und das ist ganz klar, vor allen Dingen jetzt, wo wir, die ganze Zeit in die Scheiße gezogen worden sind. Die Leute schlecht über uns reden, sei es aus Neid oder sei es aus sonst was, schlechte Erfahrungen mit uns oder irgendwie sowas. Naja, GK is my life. Viele Jungs, die gehen eben auch dumme Sachen machen, das kommen ja, wie soll ich sagen, Autos knacken oder so. Die Leute, die nichts damit zu tun haben wollen, distanzieren sich und gehen eben ihren eigenen Weg, so wie ich. Ich zum Beispiel gehe dann nach Hause und will einfach nicht mitkriegen, was da läuft. Ich will es irgendwie nicht mehr sehen, weil ich kann es nicht mehr sehen. Es macht einen krank, man kann da nicht mehr mit zugucken. Und man weiß ja auch genau, dass es nur daher kommt, weil sie nichts haben. Sie haben keine Freizeitmöglichkeiten, sie können ja nichts machen. Die machen das ja schon just for fun. Es ist ja tatsächlich schon so, dass die Leute nur aus, um was zu erleben, so einen Mist machen. Und jeder, der sowas sieht, wie den Fernsehbericht, der sollte sich auch irgendwie mal an den Kopf fassen und sagen, vielleicht haben die Jungs ja recht. Es ist wirklich ein Gefühl von ein leeres Gefühl. Du hast nichts mehr zu tun. Das Stallzoperhaus der Jugend bietet alles, was Sozialarbeiter Kindern bieten können. 50 Interessengruppen, Reisen, Sport, Musik. Dennoch. Offenbar ein aussichtsloser Kampf gegen die Leere in den Köpfen der Kids. Es ist der Frust, der abgelassen wird, dass hier nichts los ist. Es ist einfach nichts los. Man gammelt eigentlich den ganzen Tag nur rum. Sprüht Bilder oder macht andere Sachen. Also ist nicht viel los hier. Viele Freunde von mir finde ich ganz gut hier zu sein. Ein bisschen gefährlich, aber mach nichts. Doch nachts um 10 ist hier Schluss mit lustig. Was bleibt, ist die Straße. Jugendliche haben heute deutlich größere Bedürfnisse, zum Beispiel spannende Dinge zu erleben. Sie haben große Bedürfnisse nach Action-Erlebnissen. Wir sind uns aber auch darüber im Klaren, dass unsere Möglichkeiten, gerade auch in diesem Zusammenhang, sehr begrenzt sind. Die Explosionen, die hier in diesem Stadtteil stattgefunden haben, sind auch nicht unbedingt in allererster Linie ein Problem der Jugendarbeit. Sie sind unter anderem auch ein Problem der Strafverfolgungsbehörden, denn diese Dinge sind eindeutig auch als Straftaten zu bezeichnen. Wenn das Haus der Jugend schließt und der Stall Zoper Normalo ins Bett gegangen ist, zieht es viele der Kids auf die menschenleeren Straßen der Betonwüste. Fast immer wurden die Sprengsätze nachts gezündet. Gewalt gegen Sachen, ein Ventil für den Frust. Das meist jugendliche Alter der Bombenbastler schützt vor Strafverfolgung, bis die Volljährigkeit droht. Wie viele Bomben hast du persönlich gelegt und auch wo und wann? 4 waren das ungefähr. Wo? Eine an der Schule und am Eingang. Dann Zigarettenautomaten. Und dann noch mehrere kleine an der Haustür und überall. Hinter der Schule auch eine. Hast du Skrupel dabei, dass du andere Leute verletzen könntest mit deinen Bomben oder mit anderen Attentaten? Ja, habe ich. Skrupel sind da. Und was ist dann der Grund dafür? Aufsehen erregen. Was ist das für ein Gefühl, eine Bombe zu bauen? Es kribbelt den ganzen Körper. Beschreib das doch mal ein bisschen näher.
Wie soll ich das beschreiben? Man hat schon ein bisschen Angst, wenn man den Blick aus ist in die Luft fliegt oder so. So will das lieber. Und wo baust du die Bomben? Hier. In deinem Zimmer hier. Mhm. Am Rande des Viertels stillt ein sogenannter Hip-Hop-Laden die Sehnsucht der deutschen Kids nach amerikanischer Ghetto-Kultur. Kappen, Jacken und Musik geben der Hamburger Vorstadtjugend einen Hauch von New York. Boris und René, mit Anfang 20 im Alter der Ghetto-Kings und wie sie in Steilshoop aufgewachsen, teilen nicht deren Selbstmitleid. Im Hinterzimmer von Hip-Hop haben sie ihr Tonstudio. Ein Plattenvertrag ist schon abgeschlossen. Als Sicherheit bleibt der bürgerliche Beruf. Die Jugendlichen, die machen sich das meiner Meinung nach einfach zu einfach. Also das ist so, dass Steilshoop ja kein Dorf ist, von dem wir sprechen, was rundherum Felder hat, wo es irgendwo gar nichts gibt, sondern Steilshoop ist Teil einer Großstadt. Das heißt, ich bin in einer guten halben Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln an jedem anderen Punkt in Hamburg. Keine Perspektiven, das glaube ich nicht. Nein, das ist einfach zu einfach. Ich habe nie mit Steilshoop Probleme gehabt und ich habe auch keine Musterfamilie zu Hause. Meine Eltern sind geschieden, mein Vater ist zurückgegangen nach Afrika vor ein paar Jahren und so. Das war auch nicht so einfach, aber deswegen weiß ich nicht. Ich könnte niemals sagen, so ja, meine Eltern sind geschieden, ist alles scheiße. Ich wohne in Steilshoop, das ist alles scheiße. Ich muss jetzt hier mal irgendwie, weiß nicht, ich glaube, ich knack mal ein Auto, ich habe Langeweile. Weiß ich nicht. Das ist keine Entschuldigung, wie René gesagt hat, das ist zu einfach. Komm und sage, komm, beantworte meine Frage. Sind die Jungs hier wirklich so schlimm oder sind sie hier eine Plage? In meiner Festung Steilshoop, wo das Leben tobt, bin ich einer, der es liebt und einer, der es lobt. Und so werden die Ghetto-Könige weiter ihr Viertel preisen, lokalpatriotisch rappend. Auch wenn es wieder mal kracht in 22309 Hamburg Steilshoop.